Herzlich willkommen, hier ist Corrupted und wir spielen Stalked, ein weiteres Indie-Horror-Spiel. Hello, wake up, follow me, the Stalker's here. It will kill us. We need to find and use the switch to reach the elevator and get out of here. Don't forget, never look at the Stalker. Gott, das ist die schlechteste. Gott. Oh, sorry, das kann ich nicht ernst nehmen. Das ist die schlechteste Vertonung aller Zeiten. Ich hab. Oh, hallo. Was ist das denn für eine Animation? Oh Gott. okay, ich glaube, ich weiß, was ich hier für ein Spiel erwarten kann. Das wird schlimm. Kann ich denn Waffe wenigstens nehmen? The shotgun seems to be destroyed. Ja, das macht Sinn. Naja, mit so einem Akzent würde ich auch nicht gerne überleben wollen. Hello, very welcome. I, the stalker, is here. Don't die, please. Very good. Need elevator. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zu erwarten habe. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze blinzel. Aber sprinten kann ich schon mal. Hä? Hä? Okay. Immerhin läuft die Engine flüssig und ist nicht so ein, naja, FPS-Müll wie die meisten anderen. Was machst du denn da? Ich soll den Typen nicht angucken, wurde mir am Anfang gesagt. Aber ich weiß auch nicht, was ich hier zu erwarten habe. Hallo? Okay. Lebst du noch? Ja, die Animation von dem Fieber schon mal lieber Bombe. Hat sie auch nicht vor mich geportet, ohne Grund. Ich weiß gar nicht, was ich suchen soll. Warum hat er so lange Arme? Macht er meine Begrüßung die ganze Zeit, oder was? Na, da oben? Naja, Jumpscare hat mich schon leider ein bisschen getroffen. Muss ich zugeben? This side up. Na, immer, dass du das noch hinbekommen, ne? Hast du nicht falsch umfallen gelassen. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja, voller Blut. Ist das Sabrinas Aufenthaltslager hier oder was? Sammelt halt ihre Periode? Ja, wahrscheinlich. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Die ganze Periodenblut macht die da rein. Wenn sie nicht mal in ihre Periode ist, dann sammelt die erstmal. Ah! Sorry. Ich glaube, wir haben es mit Sabrina zu tun. Und ich muss das Spiel komplett neu starten, warum auch immer. Naja. Machen wir das mal, weil. Gute Engine, bla bla. Naja, egal. Ich schätze mal, wir haben es hier mit der Sabrina-Inkarnation zu tun. Oh, die Animation. Oh. The Stalker's here. It will kill us. It will kill us. Use the switch. Elevator and get out of here. Never look at the stalker. Never look at the stalker. Das klingt leider sehr deutsch und auch. Ich kann das nicht ernst nehmen. Oh Gott, ist das bescheuert. Bestes Spiel aller Zeiten. Okay. Wir sollen das Ding finden und dann zum Aufzug. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben es mit Sabrina zu tun. Sie wollte ihr Blut verteidigen. Sie wollte nicht, dass wir an das Blut rankommen und das ihr klauen. Ich weiß nicht, warum wir es klauen sollten. Macht wenig Sinn, aber. Ach Gott, ich hoffe, die ganze Zeit hier rumzulaufen. Ist nicht gruselig. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unendlich lang sprinten kann. Ich schätze mal. Find and use the switch. Ist das der Elevator? Der Elevator? Elevator? Okay. Mach das nicht nochmal, du Arschloch. Also ein reines Jumpscare-Spiel ist das. Ha. Toll. Nochmal von rechts nach links. Dankeschön. Sehr cool. Atmosphäre. Hier könnt ihr rum, weil das Spiel keine Atmosphäre hat. Aber nicht bei Nightmare House. Das hat Atmosphäre. Das hier nicht so. Ich habe Angst, mich zu kratzen. Wenn ich mich kratze, kommt das Vieh sowieso vor mir. Und dann sterbe ich, wenn ich das Vieh angucke. Total gute Game-Mechanik übrigens. Gegner angucken und du stirbst. Überhaupt nicht von Slender geklaut oder so. Jetzt läuft er eh immer von links nach rechts. Rechts von links. Rechts von links, Kumpel. Okay. Wo sind... Ai! Oh, komm! Okay, noch von vorne. Kann man ein Spiel nicht so programmieren, dass man ein Spiel nicht jedes Mal neu starten muss, wenn das Ding losgeht? Ja. Geht wohl nicht anders, sonst haben wir mit dem deutschen Militärfuzzi zu tun, weil das ist unser Lieblingsmilitärfuzzi. Der beste Militärfuzzi von allen. Hello, wake up, follow me. The Stalker's here. It will kill us. We need to find and use the switch to reach the elevator and get out of here. Don't forget, never look at the Stalker. Ist es so schwer, einen Typen zu finden, der kein gebrochenes Englisch spricht? Klingt leider sehr deutsch, deswegen kann ich ja nicht viel sagen.
Dreimal schießt er und dreimal verwählt er einfach den Schuss. Ist echt sehr talentiert. Kann ich die Waffe jetzt nehmen? Nein. Könnte sein, dass es noch ein drittes Mal klappt. Da ist der Körper und da sind die Beine. Ja, immerhin hat sie schön verstaut hier zwischen, dass sie nicht einfach umfallen. Das ist schon mal ein Anfang, Sabrina. Ist schon mal ein Anfang, Sabrina. Mach weiter so. Links, rechts, rechts, links. Ne? Doch nicht? Okay. Willst du hier direkt vor mir erscheinen und einen miesen Jumpscare bringen? Ich springe davon die ganze Zeit, dann geht's ein bisschen schneller. Hm? Hallo? Willst du mich erschrecken? Tust du was? Nein, tust du nichts? Ich kann nicht mehr sprinten, glaube ich. Links. Nur von rechts nach links. Nein, 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 kein Bock, kein Bock. Okay, dann nicht. Blablabla. Hier sind gleich wieder die Blutgefäße. Ah! Arschloch! Sabrina, geh weg. Bist du weg? Okay. Mach's nicht nochmal, oder? Will ich mir dein Blut angucken? Naja, nee. Nichts Interessantes in dem Blut drin. Habe ich auch nicht erwartet. Okay. Top-Level-Design. Wirklich. Guckt euch das an. Da ist eine Wand und da ist eine Wand. Also, das musst du schon mal hinbekommen. Help me. Das ist ziemlich viel Blut. Sabrina. Echt unangenehm hier. Gefällt mir gar nicht, Sabrina. Muss mal die Wände ein bisschen anders färben. Ich meine, so rot ist ein bisschen nicht... Hier, der Übergang ist noch nicht ganz so schön gelungen. Hätte es ein bisschen besser machen können, wirklich. Gibt sich nicht mehr richtig Mühe. Ich weiß, du bist ein bisschen zickig drauf und hast einen Tag, aber ich meine, so anstellen muss man sich dann doch auch nicht. Ich meine, mir geht's doch auch gut und ich habe auch gerade meine Tage. Was? Ah! Tut mir leid! Warum machst du immer deine Augen zu? Du kannst einfach die Augen offen lassen und dich umdrehen. Also wenn die ganze den gleichen Jumpscare bringen und dann erwarten, dass ich mich extrem erschrecke. Hier ist nix. Warum ist dein Herz so schnell, Kumpel? Vielleicht steht er auf Sabrina. Und er ist nur... Oh, das ist ein Schalter. Und er ist nur traurig, dass sie ihre Tage hat und deswegen nichts machen können. So, jetzt laufen wir zurück zu dem Elevator. Gesehen? Okay. Warte, oder war das hier? Ne, wir müssen umdrehen schon. Ja, jetzt kommt es eh nochmal 40 mal direkt vor mich und dann sterbe ich. Okay. Anatomisch korrekt. Gebe ich mal einfach so. Gebe ich einfach mal so an, weil ich weiß, wie Gehirne aussehen. Da habe ich jeden Tag mit zu tun. Das Ding war vorhin noch nicht da, glaube ich. Du kommst eh gleich direkt vor mir, Sabrina. Ich kenne deine Pläne. Ich habe schon so viel Scheiß mit dir gemacht. Ich kenne dich. Du bist wie meine beste Freundin. 3, 2, 1. Oh Mann. Sonst klappt der Scheiß immer. Ich meine. M-Pli! Das heißt bestimmt nicht, help me andersrum. Nee. Kommt das hier jetzt nochmal? Weil ich glaube, in der Richtung war der LWL. Weil wir haben hier jetzt die Swish. Swish für LWL. Und dann können wir da endlich rausgehen. The Stalker ist hier. Wo ist er denn? Oh, hallo. War das der Weg hier? Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Oh, hallo. Ich laufe mal hier lang. Nee, der Weg ist falsch. Du bringst einen Jumpscare, 100 Pro. Hier ist nix. Hier ist nix drin. Sie verarschen. Hallo? Hier ist nix. Ich will die Tür ist jetzt zu. So nicht? Total geil designt. Aber an einer Seite, das geht schon. Brauchst nicht zwei Seiten für sowas, das reicht. Kein Problem. Physik gibt's in diesem Spiel nicht. Ich meine, das hat Sabrina. Das ist besser als Physik. Wahrscheinlich müssen sie beim Budget ein bisschen überlegen, was sie haben wollen. Sabrina oder Physik? Ach, nehmen wir Sabrina rein. Die Kultstatus. Wo geht's denn weiter jetzt? Hm? Leute? Toll, danke. Muss wieder umdrehen. Und weil der Typ so unglaublich langsam läuft, kann das auch noch ein bisschen dauern. Lauf mal schneller jetzt bitte hier, ne? Mach mal hin. Ah! Oh! Fuck you! Arschloch! Arschlöchchen! Sabrina, du Blutspecht. Vogelkopf, Arschgeige, Puppelkopf, Gehirnfresse, Blutmann, Periodenblut, Blutperiode, Blutperiode, Element. Ach, keine Ahnung, ich will jetzt endlich hier raus. Ich muss unterhalten sein, ich muss gute Witze bringen. Was riecht wie grüner Farbe und ich
Kommen zwei Sabrinas in eine Bar und sagt eine Sabrina. Ne? Verstehst du, ne? Ja, ist lustig. Ja, finde ich auch. Wo geht's denn weiter? Hier war ich doch schon überall. Vielleicht muss ich wieder zum Anfang. Ich muss bestimmt wieder zum Anfang laufen. Was ist das hier eigentlich? Ein Feuerlöscher? Ne, ist kein Feuerlöscher. Sieht eher nach dem Gegenteil vom Feuerlöscher aus. Sieht sehr gefährlich aus. Ich kann echt nicht mehr sprinten. Ich kann nicht sprinten. Ich bin so langsam. Was machst du da oben? Fall lieber nicht runter, ne? Könnte gefährlich werden. Oh, bin ich jetzt endlich fertig hier oder dauert das noch eine halbe Stunde? Sag mal Bescheid. Ist das der Fahrstuhl? Das ist der Fahrstuhl. Haben wir gut geschafft, oder? Hier passiert noch irgendwas. Ich traue dem Scheiß nicht. Hi, wie geht's dir? Hallo? Sabrina, ich meine, wir können jetzt einfach ausdiskutieren. Ja, da passiert bestimmt gar nichts. 3, 2, 1. War so klar. War so klar. Na Leute, ich denke, das war's mit Sabrina, das Spiel. Part 1. Nee, das war logisch, der letzte Part. Das Spiel war ja künstlerisch wertvoll. Guck mal, in ihre Lieblingsfarbe ist der Titel. Naja, egal. Programming, Hendrik Schäfer, hast du mal super toll gemacht, wirklich, finde ich, bis jetzt eines der besten Horrorspiele, die ich gespielt habe. Ich meine, die Atmosphäre war super. Such deinesgleichen. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses gute Spiel gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, euer Corrupted Design. Bye. Puppe. Okay, ich kann mich mit der Maus umdrehen und mit Klick bewege ich mich einfach geradeaus, mehr kann ich nicht machen. Was ist das? Oh, das sind Puppen! Okay, das ist sehr gruselig. Ihr wisst, ich stehe nicht so auf Puppen. Okay. Damit habe ich nicht viel zu tun. Ihr lasst mich bitte einfach in Ruhe und lasst mich weglaufen. Danke.